Servus, hier ist euer Arne von Kreis 32 und ich muss sagen, Leute, we have a serious problem. Der Robert hat sich beschwert, der Robert hat nämlich keinen eigenen Hocker. Und wie ihr wisst, ist das mit dem Hocker so eine Sache. Also Werkstatthocker zu bauen, dauert ja meistens ein halbes Jahr, hat ja der Marcel bewiesen. Und wenn sie noch Höhenverstellung haben sollen, dann wird es richtig kritisch. Deswegen habe ich mir bei meinem Bundeswehrdealer etwas richtig Cooles besorgt, und zwar einen alten Militärtisch. Der wurde bei der Bundeswehr genutzt, um technische Sachen abzulegen und zu drehen. Und daraus machen wir uns jetzt einfach mal einen richtig coolen Hocker. Das Ding wird poliert, das Ding wird lackiert und das Ding kriegt Holz, was auch sonst, ne? Also, der Robert kommt gleich vorbei, dann gucken wir uns das Ganze mal an und dann bauen wir einen richtig coolen Hocker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
den Beutel rein.
zum Rauben, oder? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit diesem kleinen, coolen Hocker. Ich finde den mega cool. Der Robert hat jetzt einen Platz zum Sitzen und falls ihr ein neues Video von mir sehen wollt, gibt es hier was zu sehen. Und hier könnt ihr mich übrigens abonnieren für weitere coole Projekte, weil demnächst kommen sicherlich noch die ein oder anderen coolen Projekte in dieser Richtung. Ich muss sagen, ich habe da echt Gefallen dran gefunden. Bis zum nächsten Mal.